Liebe Freunde, liebe Brüder und Schwestern, heute gedenken wir Landheim, dem heiligen Nikolaus von Tolino, der zweite Nikolaus sozusagen, ist auch nach dem Nikolaus von Myra benannt, den wir am 6. Dezember feiern, aufgrund einer Wallfahrt seiner Eltern, die schon betagt eine zum heiligen Nikolaus gemacht haben, für ein Kind, und das war dann Nikolaus. Er tritt schon als Jugendlicher bei den Augustiner-Eremiten bei, ist gekennzeichnet davon, sehr asketisch zu sein und hat immer schon Visionen von Engeln gehabt, die ihn dazu bewegten, auch zu predigen, den Armen zu geben und ähnliches. Wie man es auch auf seinen Totenblättern später sieht in einer Fresko, das in Tolino präsent ist. Er ist einer der Volksprediger dort in Tolino. Er wirkt auch als Heiler, man sagt sogar als Wunderheiler. Und seine Askese soll so groß gewesen sein, dass er sogar im Krankheitsfall verweigert hat, Fleisch zu essen, zwei Rebhühner. Und als er dies verweigerte, seien diese Rebhühner weggeflogen. Sein besonderes heiligmäßiges Leben, seine Wunderheilungen, seine Predigten führten zu einem großen Volksglauben, der sich auch bis in den deutschen Raum verbreitete. In Tolino selbst wurde eine Basilika ihm zu Ehren errichtet. In dieser Basilika ist er auch begraben worden. Als er begraben wurde, hat man seine Hände als Reliquien entnommen. Und deswegen sieht man ihn hier auch mit nicht nur der Gesichtsmaske, sondern auch den metallenen Händen. Die Reliquien sind bis Deutschland gewandert. Heute bekommen wir eine Fülle von Lebensanweisungen. Zuerst vom heiligen Apostel Paulus im Brief an die Korinther. Erkenntnis allein lässt uns schnell eingebildet sein. Die Liebe dagegen baut auf. Wenn sich einer also etwas auf sein Wissen einbildet, so weiß er gerade nicht, worauf es ankommt. Wer aber Gott liebt, dem wendet sich Gott auch in Liebe zu. Und er spricht dabei auch das, was maßgeblich war in der Verehrung damals, die Brandopfer der Heiden, an. Was nun das Essen von Götzenopferfleisch angeht, so wissen wir, dass es keine Götzen gibt in der Welt und keinen Gott außer dem einen. Und wenn also das Götzenfleisch esst, so ist es sicher nicht damit verbunden, dass es diese Götter gibt. Sie werden also gehalten, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, und in einen Herrn Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Manche haben sich daran gewohnt, Götzen für etwas Wirkliches zu halten. Wenn sie dann von dem geopferten Fleisch essen, wird ihr schwaches Gewissen beruhigt. Uns aber wird gesagt, wir sollen das nicht tun, auch nicht um die Überzeugung des schwachen Bruders, der den Götzen nachläuft, sozusagen zu schmähen oder ihn damit zu kränken. Auf diese Weise schadet deine Erkenntnis einem schwachen Bruder, für den Christus doch ebenfalls gestorben ist. Wenn ihr gegen eure Brüder sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, dann sündigt ihr auch gegen Christus. Es geht also darum, sozusagen, das nicht nur als Usus und als Gebrauch für diese zu machen, indem man in anderen Riten oder Bräuchen mitwirkt. Damit schmäht man sie eigentlich,
sondern man muss bei seinen aus der Überzeugung kommenden Gebräuchen bleiben. Lieber will ich mein Leben lang kein Fleisch mehr essen, als dass ich durch mein Tun einen anderen zur Sünde veranlasse und damit meine, sozusagen ihm gut zu tun, aber auf der anderen Seite dem Bruder insofern schade, als ich ihn womöglich in seiner Fehlanschauung bestätige. Und das tun wir, wenn wir in solchen Bräuchen nachgeben. Heute ist es nicht das Götzenfleisch, heute sind es falsche Verehrungen, falsche Feiern. Wenn zum Beispiel vor Weihnachten und vor anderen Dingen plötzlich Halloween oder was auch immer in dieser Richtung zu einem besonderen Anlass wird. Auch Jesus gibt uns eine Reihe von Lebensanweisungen heute. Liebet eure Feinde ist eine der ersten großen Aussagen, die wir heute aus dem Lukas-Evangelium hören. Auch wenn sie tut denen wohl, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen. Bittet für die, die euch beleidigen. Und wer dich schlägt auf den einen Backe, der halte die andere Backe hin. Wer dir den Mantel nimmt, dem gib auch noch den Rock. Also ein vollkommen nicht verteidigendes Verhalten, sondern auf den anderen Menschen ausgerichtetes Verhalten. Wer dich bittet, dem gib. Und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es auch nicht zurück. Behandelt die Menschen so, wie ihr behandelt werden wollt. Die goldene Regel, die hier Lukas wieder aus dem Mund Jesu bringt. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Dank erwartet ihr dafür? Auch die Sünder lieben jene, von denen sie geliebt werden. Und wenn ihr nur denen etwas leiht, von denen ihr es auch zurückbehalten könnt, was habt ihr dann besonderes Gutes getan? Auch die Sünder leihen Sündern in der Hoffnung, um es zurückzubekommen. Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut, also die für euch Gutes tun, die euch schützt, welchen Dank habt ihr davon? Das tun doch die Sünder auch. Das alles ist zu wenig. Dort, wo wir nichts erwarten können, dort müssen wir auch tätig werden. Vielmehr liebet eure Feinde, tut wohl und leiht, dass ihr nichts dafür hofft, so wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein. Denn er ist gütig über die Undankbaren und Bösen. Über diese hinaus. Seid also barmherzig, wie es der Vater ist. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, werdet ihr nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch eure Schuld erlassen werden. Gebt, dann wird auch euch gegeben werden. In reichen, vollen, gehäuften Überflüssen Maß wird man euch geben. Denn nach dem Maß, das ihr messt und zuteilt, wird auch euch zugeteilt werden. Es geht darum, von sich aus zu geben, ohne etwas zu erwarten. Von sich aus zu geben, auch dann, wenn man meint, dass es bekämpft wird. Eine schwere Lebensaufgabe, aber eine, der wir uns gerade als Christen stellen sollen.